Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Schön, dass ihr wieder zuschaut, eingeschaltet habt und Interesse habt an unseren Videos. Der heutige Teil geht um ein besonderes Thema, weil ich immer wieder die Anfrage bekommen habe, warum muss denn bei einem Wechselrichterbetrieb im Wohnmobil in der Autark-Variante ein FI verbaut werden, ein Fehlerschutzschalter. Ich habe so einen Fehlerschutzschalter mal hier, weil VDE-Vorschrift sagt ja, auch in jeder Betriebsanleitung, beim relativ guten Markenwechselrichter muss ja nach dem Wechselrichterausgang, wenn ich alle Steckdosen im Fahrzeug mit 230 Volt einspeisen möchte, ein FI vorgeschalten werden. Warum? Weil viele ja sagen, der löst nicht aus, beziehungsweise er löst nicht aus, wenn das Fahrzeug autark ist. Wenn das der Fall ist, dann ist was falsch, weil er löst aus und er muss sogar auslösen, weil das ist ja der Grund, warum ein FI letztlich verbaut wird und der soll uns ja retten, der soll ja die Fehlerströme messen und retten. Wie funktioniert ein FI? Eigentlich relativ simpel. Er vergleicht eigentlich nur die beiden Phasen zueinander, und zwar, was geht aus dem FI raus und was kommt wieder in den FI rein. Und die zwei Varianten, die zwei Ströme, müssen exakt gleich sein. Werden die gestört durch technische Geräte, durch ich lang irgendwo hin und ich bekomme einen Schlag und durch meinen Körper fließt Strom und ich leite den irgendwo hin ab, dann kommt ja hier nicht mehr das Gleiche zurück, weil ich den Strom woanders ableite und schon springt der FI raus. Das verkürzt natürlich mein Stromschlag und es schützt mich vor allen möglichen Krankheiten, Herzinfarkt, was da halt so passieren kann. Natürlich auch defekte Geräte, brennt ein Kabel durch, wird ein Strom anderweitig abgeleitet, dann springt er raus, weil das, was reinkommt und rausgeht, nicht mehr identisch ist und somit schützt uns der FI und löst aus und macht dann natürlich auch entsprechend Klack. Und das ist auch ganz wichtig, dass das wirklich funktioniert im Fahrzeug, auch während des Betriebes, wenn man autark unterwegs ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist er definitiv entweder falsch montiert, nicht richtig angeschlossen. Was soll ich sagen? Dann stimmt jedenfalls was nicht. Um euch das jetzt zu beweisen, wie das ausschaut in der Praxis, gehen wir jetzt mal kurz in die Werkstatt, weil wir haben unser Fahrzeug fertig, den Lamarca haben wir heute fertig und da kann ich es euch am besten zeigen, da kommt man gut hin und wir prüfen das Ganze jetzt einfach mal miteinander durch. So, hier steht er, hier ist er und jetzt leuchten wir einfach mal hier rein. Also, das Fahrzeug ist fertig, ihr seht, schaut klasse aus, gell? Also, mir gefällt ja auch immer wieder die Beleuchtung, echt top, schaut richtig schick aus und freue mich schon, wenn dann der Kunde holt. Er hat es schon gesehen im letzten Video und also ist richtig schön geworden. Hier oben haben wir jetzt das Display verbaut für den Wechselrichter. Und wenn wir jetzt mal hier das Fach anschauen, so schaut es jetzt aus. Wir haben hier den 2000 Watt Wechselrichter verbaut. Hier unten haben wir den Solarregler verbaut. Hier haben wir den Lithium-Akku verbaut. Und hier haben wir natürlich dementsprechend das Lüftungsgitter reingebaut. Das schaut dann so aus. Schauen wir mal, ob wir es einfangen. Ja, hier, so. Schön groß bis zum Boden runter, damit die drei Lüfter auch wirklich die Luft abbringen. Das ist ganz wichtig. Und dann haben wir hier auch schöne Verkleidung hergemacht, damit die ganze Anschlüsse alles schön verdeckt ist, damit man nirgends anstößt. Kann man auch ganz leicht wegmachen, damit man natürlich an die Wechselrichtersicherung hier wieder rankommt. Also alles gewährleistet und finde ich, schaut richtig, richtig klasse aus. Haben wir wieder toll hingekriegt. Finde ich richtig gut und natürlich mega funktionell. So Leute, und jetzt zeige ich euch mal, wie der Wechselrichter auslöst. Wir gehen jetzt einfach mal an das Fahrzeug hier außen ran und ihr seht,
Halt, das ist der Tank. Hier, Steckdose leer. Keine Steckdose. Okay? Machen wir den Deckel zu. Er steckt jetzt nicht am Landstrom. Ihn berührt auch nichts. Also wir können da gerne mal durchleuchten. Kein Kabel ist irgendwo versteckt, irgendwo rübergezogen oder sonstiges. Das ist kein Trick oder wie auch immer. Also er ist jetzt absolut autark. Wir nehmen dazu hier unseren Stromtester, unseren FI-Tester. Den habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Und stecken den jetzt einfach mal hier in die Steckdose rein. So schaut das Ganze dann aus. Und ich schalte jetzt hier einfach mal den Wechselrichter ein. Zack. Das heißt, es dauert nicht lang. Klack, klack. Dann läuft er und hier haben wir das grüne Licht. Das heißt jetzt, wir haben auf alle vorhandenen Steckdosen 230 Volt. Jetzt gehen wir zu unserem FI, der mittlerweile, also zu unserer Steckdose, wo auch eingeschalten worden ist. Also ihr seht, Saft ist drauf und jetzt testen wir mal. Also kurz vorher zeige ich euch hier nochmal, da sind die FIs. Ihr seht, alles oben. Es ist der ganz rechte und der ganz linke. Ne? Halt, jetzt habe ich gerade was gesehen, kleinen Moment. Jetzt sehen wir es besser. Der ganz rechte oben, der ganz linke oben. Und jetzt gehen wir mal wieder zu unserem Tester und testen. Drücken einmal drauf. Zack. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Bei 21 mA hat er ausgelöst. Und jetzt schauen wir wieder da runter. Der rechte ist unten. Also, das ist den. Der rechte ist genau der, den wir verbaut haben, der nach dem Wechselrichter kommt. Nach dem Wechselrichter hier angesteuert wird. Und bevor es zu den ganzen Steckdosenverteilungen geht, ist genau dieser FI dafür verantwortlich. So, jetzt tun wir nochmal reindrücken. Oh, ups. Sind wir froh, dass wir alle schlank sind. Hoppala, Mikrofon fast weg. Lösen das Ganze nochmal aus. Zack. 21 mA springt er raus, ist im Bereich, wird nämlich von uns auch dokumentiert. Wo er raus springt, bei 21 mA, 30 mA ist der FI. Würde er jetzt über 30 gehen, dann ist der FI defekt oder stimmt irgendwas nicht, dann müsste man das Ganze weiter prüfen. Darf auf keinen Fall sein und dann müsste man auch dementsprechend Fehlersuche begeben. Und so, machen wir hier wieder aus. So wird im Prinzip alle Steckdosen vom Fahrzeug dann durchgeprüft und dokumentiert, damit man auch wirklich feststellen kann oder sicher gehen kann, dass der Wechselrichter mit dem FI-Schutzschalter funktioniert. Und dass auch, wenn irgendwo, gerade auch hier Wasserbereich oder irgendwas, Kontakt hat mit Strom, wir dementsprechend safe sind, damit der FI auslöst und damit es alles auch rechtlich richtig funktioniert. Ja, Leute, es ist so, der FI hat seine Berechtigung. Der ist nicht nur, er hat nicht nur seine Berechtigung, es ist ein zwingendes Muss. Der muss verbaut werden. Ich möchte gar nicht wissen, was mit mir passiert, wenn ich das nicht tun würde, Gottes Willen, und hier würde was passieren. Wäre nicht bloß grob fahrlässig, wir sind eine Firma. Ich sage, dann braucht er mir keine Autos mehr bringen, weil dann sitze ich wahrscheinlich im Knast. Also, VDE-Vorschrift zum einen, zum zweiten Fehlerstrom zwingend nötig, damit hier Personenschutz gewährleistet ist, damit hier keine Stromschläge von sich gehen. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht nur, wenn Landstrom steckt, sondern es funktioniert natürlich auch, wenn entsprechend der richtige Wechselrichter oder der richtige FI richtig angeschlossen waren und das Ganze richtig verkabelt wird. Drum, Leute, geht mal zum Fachmann und wenn man es natürlich auch kann und weiß,
kann man es auch gern selber tun. Aber in der Regel, wenn man es nicht weiß, sollte man doch lieber dann dorthin gehen, zu demjenigen, der es weiß, weil einfach mal so schnell mit 230 Volt hier einen Wechselrichter reinschrauben, ist nicht unbedingt das Wahre. Wir verwenden einen FILS, die wir dazu immer reinbauen, weil das ist ja gleichzeitig Fehlerschutzschalter und Leistungssicherung, also sprich gleichzeitig eine 16 Ampere Sicherung, damit wir vom Bauplatz her hier ein bisschen Platz sparen, weil meistens haben wir in den vorhandenen Kästen nur ein bisschen Raum, damit wir die zusätzlich mit reinbringen und dann können wir die auch da dann gleich mit einbauen. Ansonsten müssten wir immer separate Sicherungskästen verbauen und das wäre dann platztechnisch jetzt hier in dem Fall wäre es machbar, da hätte man nur Platz, aber oft ist es halt besser, wenn man FILS nimmt und dann kann man den sauber und ordentlich schön da reinschrauben und dann passt es auch ordentlich. Ja, so schaut's aus, Leute. Ich finde, hier haben wir wieder alles gut gelungen eingebaut und schaut richtig klasse aus, gefällt mir sehr gut. Und ja, Solaranlage ist auf dem Dach, die habe ich euch schon gezeigt. Das Fahrzeug geht jetzt morgen raus, also wird raus am Hof fahren. Dann kommt der nächste wieder rein, der wartet schon vor der Tür. Da haben wir schon wieder einen da, der kriegt auch einen Wechselrichter, der kriegt auch Solaranlage, der kriegt LTE, nee, keine LTE, sondern da machen wir noch andere Antenne drauf, mit Edelstahlplatte, Digitalradio. Und ja, da haben wir auch wieder einiges zu tun, den fahren wir morgen raus. Dann hoffe ich jetzt, dass morgen endlich die Batterie kommt für unseren Mobilwetter, damit wir den gar fertig kriegen, dann kommt schon wieder der nächste rein. Ja, so geht's Schlag auf Schlag und ja, so ziehen wir die Woche gar durch. Unsere Hebebühne haben wir jetzt auch gar fertig aufgestellt, voilà, die steht jetzt hier. Da brauchen wir bloß noch das Anschlusskabel, die haben wir bestellt. Dann können wir hier auch loslegen. Dann geben wir hier auch richtig Gas, weil dann können wir endlich die Autos ein bisschen anheben. Das ist echt geschickt. Dann haben wir da ein bisschen mehr Luft. Eine Säule hebt bis 2,5 Kilogramm. Das heißt, 2,55 können wir 10 Tonnen hochheben. Da kommt man ganz gut zurecht. Also das ist ein richtig tolles Teil. Also, dann schauen wir mal, wie es die Woche dann noch weitergeht. Ja, so, jetzt habe ich euch gezeigt, wie der Wechselrichter bzw. der FI auslöst im Autarkbetrieb, nicht im Landstrombetrieb, wo er leichterweise sowieso auslöst, weil er da natürlich mit der Erde verbunden ist. LILS wird bei uns verbaut, so nennen die sich. Das heißt 30 mA FI-Schutzschalter plus 16 Ampere Sicherung im Prinzip, wo da drin ist, in einem, sind halt einfach ein bisschen platzsparender, drum nehmen wir da einfach die, weil die einfach sehr gut sich verbauen lassen. Ist ganz wichtig, dass man das macht. Natürlich sind es keine Anleitungsvideos, kann ich leider nicht machen, weil das ist Elektrikern vorbehalten. Do-it-yourself ist immer so ein bisschen schwierig, da darf ich natürlich als Betrieb keine Anleitungen geben und darf ich auch nicht. Doch, das ist ein ganz wichtiges Segment nach dem Wechselrichter. Vor allen Dingen, wenn man einen Wechselrichter verbaut, so wie es wir machen, dass alle vorhandenen Steckdosen mit Netzvorrangschaltung dementsprechend anständig mit Strom versorgt ist. Wenn man natürlich nur einen Wechselrichter reinhängt mit einem Stecker dran, dann ist das wieder eine andere Geschichte, aber das ist nicht unsere Baustelle, das machen wir nicht. Und als nächstes haben wir natürlich hier den FI, das FI-Prüfgerät, auch ganz wichtig, wo man eben die Auslöszeit entweder in Milliampere und in Millisekunden messen kann und was auch dementsprechend ausgelöst werden muss. Also ich kann jetzt hier einmal Milliampere einstellen, ich kann einmal Millisekunden einzeigen, dann wird er hoch. Das wird bei uns dann dementsprechend dokumentiert. Wir geben den Kunden dann auch die Dokumentation mit. Eine Kopie bleibt hier in seinen Akten und eine Kopie kriegt er mit, damit wir eben auf der sicheren Seite sind, damit es dokumentiert ist, was wir hier gemacht haben,
dass es dokumentiert ist, was eingebaut ist, wie der FI auslöst und so weiter. Das ist ganz wichtig, weil ich möchte ruhig schlafen können, habe Riesenverantwortung, wenn ich an 230 Volt in euren Fahrzeugen verbaue und das muss fachgerecht und richtig durchgeführt sein. Und ich möchte keine schlaflosen Nächte haben, weil ich nicht weiß, ob das wirklich dann alles richtig funktioniert, um Gottes Willen. Also schönen Urlaub. Der schöne Urlaub soll gewährleistet sein und drum sind solche Prüfgeräte und richtigen Verschaltungen einfach ein Muss. Das geht nicht anders. Also drum ist es immer gar nicht so einfach. Baut mal eben schnell da einen Wechselrichter ein oder mach mal eben schnell das oder jenes. Das ist halt alles mit Materialien, mit Prüfgeräten, mit Ausbildungen verbunden und muss halt wirklich echt fachgerecht gemacht werden, weil ihr müsst lang dran Spaß haben und es soll ja alles richtig funktionieren. Also, ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen die Frage zeigen, lüften, wie das natürlich genau funktioniert. Vom Schaltplan her kann ich euch natürlich nicht verraten, habe ich ja gerade schon gesagt, aber definitiv funktioniert es. Und für diejenigen, die mich auf YouTube des Öfteren gefragt haben, hoffe ich jetzt die Frage beantwortet zu haben. Da brauche ich nicht jeden Einzelnen zurückschreiben. Also er löst definitiv aus, ihr habt es gesehen. Und so funktioniert das Ganze dann in der Autarkie, wenn man unterwegs ist. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Kommentare wieder rein, was ihr drüber denkt, was ihr meint, was ihr erlebt habt. Löst er denn bei euch aus? Funktioniert das? Oder wie auch immer. Gern lese ich mir das durch, antworte. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich immer, ganz klar. Genauso wie über ein Abo von euch, damit ihr nichts verpasst. Und ich habe so ein bisschen die Bestätigung, dass ich das richtig macht, wie ihr das, dass euch das auch interessiert und für euch das auch dementsprechend interessant ist, was ja auch wichtig ist, nicht, dass ich euch da zum Schluss irgendwann langweile. Also, dann bleibt's gesund, alles Gute und wir werden uns die Woche bestimmt nur 2-3 Mal sehen. Also, bis bald, alles Gute, ciao, ciao.